Dünzel. 7 Tage Deutschland, der Wochenend-Podcast der AfD. In unserer Wahlserie sind wir in Sachsen-Anhalt, schauen auf die Themen und reden mit den Kandidaten, damit Sie wissen, wen Sie wählen, wenn Sie am 26.09. bitte mit beiden Stimmen die AfD wählen. Jetzt zu einem Direktkandidaten, den wählen Sie mit Ihrer Erststimme. Im Wahlkreis 74 Mansfeld tritt für die AfD Robert Fahrle an. Zum Wahlkreis gehören der Landkreis Mansfeld-Südharz und auch Gemeinden wie Bad Lauchstädt, Merseburg oder Querfurt. Robert Fahrle ist jetzt zugeschaltet. Herr Fahrle, schönen guten Tag. Guten Tag. Sie haben ja eine durchaus bewegte politische Vergangenheit. Die AfD ist ja nicht Ihre erste Partei. Richtig. Bis vor 30 Jahren war ich in meiner Jugendzeit Mitglied der DKP und dann über 2 Jahrzehnte parteilos, bis ich 2015 dann zur AfD gestoßen bin. Wie gehen Sie denn mit Kritikern in und außerhalb der Partei um, die, wenn Sie DKP hören, erstmal den Kopf schütteln? Haben Sie Verständnis für solche Reaktionen? Selbstverständlich. Allerdings hat das auch einen ganz aktuellen Bezug. Ich erlebe ja heute wieder, wie junge Menschen mit der Heilslehre des Marxismus und des Sozialismus beglückt werden, für eine große Transformation gewonnen werden sollen, bei Fridays for Future und anderswo mitmachen, wo linksgrüne Ideen eine Rolle spielen. Und die gehen einfach nur diesen alten Lehren auf den Leim. Und das war eigentlich meine wichtigste Lehre, die ich aus dieser Zeit gezogen habe. Der Sozialismus kommt mit großen Versprechungen, produziert dann am Ende eine Mangelwirtschaft, Spitzelei, Verbote, macht die Ökonomie kaputt letztendlich, verhindert den freien Wettbewerb und am Ende, weil das alles nicht funktioniert, mündet das dann in einer Diktatur. Das versuche ich auch den Leuten klarzumachen, dass das eigentlich nur auf mangelnden Erfahrungen beruht und auf mangelnder Reflexion, weil man solchen Dingen nachläuft. Aber das ist genau das, was wir verhindern müssen. Sie haben ja zur Landtagswahl 2016 in Ihrer Heimat das Direktmandat für die AfD geholt. Sind Sie zuversichtlich, dass das zur Bundestagswahl jetzt im September auch klappen wird? Wenn ich nicht zuversichtlich wäre, dass die Möglichkeit besteht, würde ich gar nicht erst antreten. Die Möglichkeit besteht, aber die Entscheidung trifft der Wähler und ich werde alles dafür tun, dass es auch funktioniert. Wer ist denn Ihr Hauptkonkurrent im Kampf um das Direktmandat und wie werden Sie versuchen, den auszustechen? Das ist der Kandidat der CDU. Ich kandidiere aber nicht hauptsächlich gegen den Kandidaten der CDU, sondern hauptsächlich deswegen, weil ich der Meinung bin, dass sich in unserem Land sehr, sehr viel ändern muss. Und von Thorsten Schweiger, das ist der Herr, sind mir nicht viele Dinge bekannt geworden, dass er überhaupt die Probleme, die wir im Lande haben, im Bundestag angesprochen hätte. Er ist auch häufig in China, aber das sind alles Dinge, die er zu verantworten hat. Mir geht es darum, die Politik in Deutschland zu verändern und zwar im positiven Sinne. Sie haben es ja eben schon fast beantwortet, die nächste Frage. Warum zieht Sie in den Bundestag? Das Mandat auf Landesebene ist ja auch eine ordentliche Herausforderung, was Sie hatten. Aber Sie haben doch recht früh entschieden, für den Landtag nicht erneut, aber dann für den Bundestag zu kandidieren. Warum? Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe in den 5 Jahren im Landtag sehr genau mitbekommen, dass die entscheidenden Weichen für unser Land im Bund gestellt werden. Die Landtage haben eigentlich wenig finanzielle Mittel, um sich darum zu kümmern, dass im Lande etwas vor sich geht. Das Entscheidende ist, was passiert in Berlin, wohin werden die Finanzmittel gelenkt und dass Sachsen-Anhalt mit in vielen Bereichen Schlusslicht ist und nicht weiterkommt, liegt daran, dass wir zu wenig Geld vom Bund bekommen, um sowohl die Pflicht wie auch die freiwilligen Aufgaben zu erledigen. Die Kommunen haben bei uns alle viel zu wenig Geld. Wir haben die Situation, dass die Armut im Lande wächst. Wir haben viele Probleme im Land, die gehen aber alle zurück auf falsche Weichenstellungen in der Bundespolitik. Sie sind, Herr Fahrle, Jurist. Sie haben aktuell mehrere Steuerberatungsunternehmen, betreuen hunderte kleine und mittelständische Selbstständige und Unternehmen. Ist das die Zielgruppe, deren Probleme und Wünsche Sie mit in den Bundestag nehmen würden? Und welche sind das dann genau? Mich treibt eigentlich nach wie vor, und das war auch in meiner Jugend so, immer das Ziel an, für die kleinen Leute etwas zu tun. Das heißt, auch die Sozialpolitik mit in den Fokus zu nehmen. Das heißt, mir geht es darum, sowohl die Interessen des Mittelstandes, der kleineren Firmen, Betriebe zu vertreten, wie auch vor allen Dingen die Interessen der Arbeitnehmer, die die ganze Wirtschaft am Laufen halten und da auch Vorschläge zu machen,
deren Interessen besser zu berücksichtigen. Familien mit Kindern, da die Besserstellung in der steuerlichen Politik, Sozialprobleme zu lösen, dass wir mehr tun für die Kinder und so weiter. Ich will das nicht alles aufzählen, aber mir geht es wirklich nicht nur um den Mittelstand, sondern vor allem um den Mittelstand und die kleinen Leute, die vielen Familien, die die Leistungsträger in unserem Lande sind. Sie sind ja Rekordhalter. Sie haben in der vergangenen Legislatur im Magdeburger Landtag von allen Abgeordneten die meisten Reden gehalten. Wie viele waren das? Es waren exakt 394. Die meisten dieser Redebeiträge beziehen sich auf Zwischeninterventionen, wo ich mich mit den anderen Parteien auseinandergesetzt habe. Zum Beispiel in Fragen der Corona-Politik oder in Fragen der Rechtsstaatlichkeit. Und da ich sowohl in der Finanz- wie auch in der Wirtschaftspolitik und Energiepolitik zu Hause bin, habe ich da sehr viele Zwischeninterventionen gemacht, die meistens nur 2-3 Minuten dauerten. Große Redebeiträge sind vielleicht ein Drittel davon. Ist denn das ein Rekord, den Sie auch für den kommenden Deutschen Bundestag anstreben? Man muss nur dann etwas sprechen, wenn man etwas zu sagen hat. Ich möchte also im Bundestag tatsächlich fundierte Beiträge abliefern, die dazu führen, dass die Politik in Berlin korrigiert wird. Dazu möchte ich beitragen, denn wir haben in allen wichtigen Politikfeldern, egal ob das die Energiewende betrifft, der komplette Verzicht auf die Braunkohle und auf die Kernenergie und so weiter, das sind alles gravierende Fehler, die uns in kommenden Jahren zu einer Mangelwirtschaft führen und zu einer drastischen Absenkung des Lebensstandards. Und diese Themen werde ich versuchen, dort vernünftig zu platzieren und auch dazu einen Beitrag zu leisten, dass hier eine Änderung kommt. Wir wünschen bei Ihren Vorhaben jedes Glück, Herr Fahle. Mit den Stimmen möglichst vieler im Südharz und Teilen des Saalekreises kann das klappen mit dem Direktmandat und dann mit dem Einzug in den nächsten Deutschen Bundestag. Dankeschön, dass Sie Zeit für uns hatten, Robert Fahle. Vielen Dank. Auch Ihnen, dass Sie mich befragt haben. Und wenn Sie, die Hörer dieses Podcasts, ganz sicher gehen wollen, dann geben Sie einfach beide Stimmen der AfD. Damit helfen Sie den Direktkandidaten der Alternative und Sie helfen den Kandidaten auf der Landes-